Heute Morgen haben wir also jetzt zwei Pastoren eingesetzt. Letzte Woche haben wir ein Klettergerüst eingeweiht. Jede Woche engagiert sich eine bunte Truppe von Mitarbeitern in unterschiedlichsten Arbeitskreisen und Gruppen. Warum? Welchen Sinn macht das? Welchen Sinn macht Gemeinde überhaupt? Lohnt sich dieses Engagement? Und ich glaube, wenn ich jetzt mit euch reden würde heute Morgen, da gäbe es wahrscheinlich ganz unterschiedliche Antworten. Vielleicht würde der eine sagen, diese Frage verstehe ich gar nicht, das haben wir doch immer schon so gemacht. Und andere würden sagen, na toll, dass du mal fragst, das frage ich mich seit Wochen auch schon. Was soll das eigentlich alles? Und vielleicht gibt es noch 20 andere Antworten. Habt ihr Lust, euch einen Bibeltext ganz neu anzugucken und zu entdecken, so einen herausfordernden Text im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, der ein wenig erzählt, warum und wozu und wie das sich eigentlich gedacht hat, was Jesus sich gedacht hat, als er über Kirche nachdachte oder sie ins Leben rief. Unsere Predigtserie heißt Entdecke. Und an den kommenden Sonntagen wird es eigentlich immer wieder auch um so zwei Fragen gehen, die euch herausfordern. Zum einen vielleicht persönlicher, wie stelle ich mich dazu, was hier in diesem Text eigentlich geschieht? Wie kann das mein Leben greifbar verändern? Aber auch die zweite Frage, wie kann das, was dort steht, das Leben einer Kirche hier, unserer Kirche, unserer Gemeinde prägen und verändern? Wie wird dieser Text bestimmen, was wir tun in der heutigen Gesellschaft, im heutigen Leben, mit unseren Fragen und unseren Herausforderungen und unserem sozialen Kontext? Ich lese uns einmal diesen Text vor. Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Apostelgeschichte 2, ab Vers 41. Als nun die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden sie getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jedem Tag dazu. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle Gläubiggewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und teilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit jubelnder Freude und redlichen Herzen. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich führte der Herr solche, die sich der Gemeinde anschlossen, hinzu. Ich muss sagen, ich liebe diesen Text aus der Apostelgeschichte, der so die erste christliche Kirche, die erste christliche Gemeinde beschreibt, die es jemals gegeben hat. Apostelgeschichte 2. Und ich stelle mir oft vor, wie das wohl gewesen wäre, wenn ich damals dabei gewesen wäre. Und vielleicht gelingt es dir vorzustellen, wie es wäre, wenn du damals dabei gewesen wärst. Ich stelle mir vor, diese begeisterten Leute, die irgendwie von Jesus begeistert sind, die ihn erleben und die merken, hier bei Jesus ist wirklich was ganz anderes als das, was wir noch letzte Woche kannten. Und sie wollen unbedingt mehr erfahren. Sie kommen und sie studieren und sie beten und sie loben. Und ständig heißt das hier, treffen sie sich, sie reden, sie beten, sie kommen zusammen, sie feiern Abendmahl. Da sind soziale Nöte, na gut, dann verkaufen wir, was wir haben, um den anderen zu helfen. Dann gibt es innere Nöte, gut, dann beten wir füreinander. Gott tut Wunder, es geschehen Zeichen, es geschieht was. So, ich stelle mir das so vor, sie bereden praktisch ihre Freunde, bis die auch mitkommen und sehen wollen, was denn da so toll sein soll an dieser Gemeinschaft von Leuten. Und ich stelle mir vor, dass wenn ich das erste Mal da gewesen wäre, ich
wäre auf jeden Fall sehr skeptisch da gewesen, mit sehr vielen Vorbehalten, sehr vorsichtig, was geschieht hier? Und dann erleben diese Freunde Jesus und dann sucht man die nächste Gelegenheit, wo ist ein Bach, wo ist ein Fluss, wen können wir heute taufen? Und dabei waren die damals ja genauso wie wir heute so unterschiedlich. Es gab Arme und Reiche und Alte und Junge und Linke und Rechte und Veränderer und Konservative. Und aber irgendwie war so eine Stimmung da, oh, wir wollen, also ich, auf gar keinen Fall darf ich irgendwas verpassen von dem, was hier heute passiert. Kennt ihr diese Serien-Junkies, die unbedingt wissen müssen, was in der nächsten Folge passiert? Das ist ja heute total easy. Ne? Man guckt ja heute über Netflix oder Prime oder hat irgendwas aufgenommen und dann guckt man einfach später. Aber früher, in meiner Jugend, als es nicht so gab, da musste man zu einer bestimmten Zeit zu Hause sein, weil sonst hat man verpasst, was in dieser Folge passiert. Und genau so stelle ich mir das da auch vor damals. Man wollte auf keinen Fall verpassen, was da war. Ich will unbedingt dazugehören. Ich will unbedingt sehen und erleben, was passiert, wenn Jesus mein Leben verändert und wenn Jesus das Leben meiner Freunde verändert. Wenn wir also in diesen Predigten über Kirche nachdenken, dann wird ziemlich schnell klar, dass Kirche ist die Summe von vielen Einzelnen. Es sind die Menschen. Sie bilden die Kirche. Was sie tun, tut die Kirche. Wie sie sind, so ist die Kirche. Das waren Menschen, deren Herzen und Leben jetzt ganz eng mit Gott verbunden waren. Menschen, die bei Gott für ihr eigenes Leben Liebe tanken. Die für ihr eigenes Leben bei Gott Wertschätzung erleben. Die bei Jesus erleben, dass sie angenommen sind. Dass da Frieden und Freiheit ist. Und so heißt auch der erste Titel der ersten Predigt heute: Entdecke, wie du frei wirst. Entdecke, wie du frei wirst. Und dann sind Menschen, also da sind Menschen, die haben erlebt, dass sich Gott ihnen zugewandt hat und sie frei gemacht hat. Und in dieser Haltung haben sie sich dann anderen Menschen zugewandt. Wenn sie die Kranken besucht haben, dann war es so, als hätte die Gemeinde die Kranken besucht, als hätte Jesus die Kranken besucht. Wenn sie andere geliebt haben, dann waren andere von der Gemeinde, von der Kirche, ja von Jesus geliebt. Wenn sie gebetet haben, dann hat die Kirche gebetet. Und in der Mitte dieser ersten Kirche, dieser ersten Gemeinde, stand ein ganz großes Versprechen, was Gott den Menschen damals gegeben hat. Und dieses Versprechen sagt Gott in den Versen vor dem, was ich eben gerade gelesen habe. Vielleicht mögt ihr das nachlesen zu Hause, Apostelgeschichte ab Vers 38. Da ist diese Pfingstpredigt von Petrus und darin gibt Gott drei ganz große Versprechen für diese neue Gemeinde. Er sagt: Ändert eure Einstellung, erwidert Petrus. Also wer Luther-Bibelfreund ist, da steht dann, tut Buße oder kehrt um. Also ändert eure Einstellung, erwiderte Petrus. Und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. Dann werdet ihr die Gabe Gottes, den Heiligen Geist, erkennen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Er redete ihnen lange und eindringlich zu und ermahnte sie, lasst euch aus dieser schuldbeladenen Generation herausretten. Und hier in dieser Predigt gibt Gott drei Zusagen, die für die Gemeinde gelten. Und die stehen in der Mitte dieser Kirche. Die erste Zusage ist, ihr sollt frei werden und Vergebung erlangen und euch taufen lassen auf den Namen Jesus Christus. Ihr werdet diese Vergebung und diese Freiheit empfangen. Und diese zweite Zusage, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Das heißt, Gott selbst wird da sein, euer Leben verändern, es umkrempeln. Und die dritte Verheißung, das dritte Versprechen, es gilt nicht nur jetzt, also damals, sondern heute, also in der Zukunft. Es soll einmal sein.
Und dann sieht man, wie das Folgen hat, dass Menschen jetzt Christen werden, dass Menschen sagen, ja, ich habe bisher ohne Jesus gelebt, aber ich möchte jetzt, dass Jesus in mein Leben kommt. Dann lassen die sich taufen und dann geschieht etwas und unzählige Menschen finden Jesus. Und was da passiert, dieses Freiwerden, das ist eigentlich nichts Neues. Das war schon die Jahre davor auch passiert. Am Beginn des Neuen Testaments, des zweiten Teils der Bibel, findet ihr die sogenannten Evangelien, also diese Geschichten, diese Berichte darüber, wie Jesus Christus gelebt hat. Und da stehen solche erstaunlichen Formulierungen, die Jesus Menschen gesagt hat und die er dir heute Morgen auch sagt. Da war ein gelähmter Mann, dem Jesus begegnete. Und bevor der irgendwas sagen konnte, wir haben das neulich gesehen hier in einem Familiengottesdienst vorgespielt hier vorne, sagt er ihm, dir sind deine Sünden vergeben. Da wird eine Frau zu ihm geschleift, die aus Sicht der Menschen ganz schlimme Dinge getan haben. Sie haben gesagt, wir müssen jetzt diese Frau sofort töten. Und Jesus sagt, Frau, ich verurteile dich nicht. Dann trifft Jesus einen stadtbetrannten Betrüger. Auch das hatten wir vorgestellt bei einem letzten der Familiengottesdienste. Fred, du hast ihn gespielt, diesen Zachäus. Ne? Vielleicht erinnert ihr euch an Fred, wenn ihr da wart. Und er sagt ihm, ich möchte gern dein Gast sein. Oder Jesus trifft auf einen Zollbetrüger, einen Terroristen mit Namen Simon. Er sagt, komm, folge mir nach. Jesus trifft einen zu Tode Verurteilten und sagt ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ganze Leben von Jesus bedeutet, dass er Menschen sagt, ich lade dich ganz, ganz herzlich ein, frei zu werden. Ich lade dich ein ganz neues Leben gemeinsam mit mir zu leben. Und der Vater im Himmel ist der Menschen vergibt und ihnen ein neues Leben schenkt. Und ich finde das so berührend, auch in den letzten Jahren mit Menschen zu reden, auch aus unserer Gemeinde, die ganz neu Jesus gefunden haben. Und dann spürt man von euch diese Begeisterung, dieses, oh, da ist, ich bin jetzt plötzlich irgendwo, wo was ganz Neues ist. Das sind Menschen, die jetzt ganz anders mit mir umgehen, als wie ich das kannte von meiner Arbeitsstelle oder von meinem Sportverein. Oder das sind plötzlich ganz, ganz andere Werte und plötzlich geht es nicht mehr darum, dass ich etwas beweisen, etwas darstellen muss, sondern dass ich sein darf, wie ich bin und erlebe, ich bin geliebt von einer Gemeinschaft und ich bin geliebt von Jesus Christus selber. Und jemand sagte neulich, ich habe gelernt, ich darf ganz neu über mich denken. Ich darf neu über mich denken als einen Geliebten, als einen Wertgeschätzten, als einen angenommenen Menschen. Ich bin frei davon, unter so einem Druck leben zu müssen. Und ich würde gerne noch viel mehr von solchen Erlebnissen hören und vielleicht die ihr das erlebt habt, teilt das, erzählt das euren Freunden, auch uns in der Gemeinde, redet davon. Und Silvanus, du hast letzte Woche über Dank gesprochen und Dank. Und einer deiner Punkte war ja auch, dass du sagtest, was uns abhält zu danken, ist so dieses Gewöhnung. Wir gewöhnen uns so stark daran, dass wir schon gar nicht mehr dankbar sein mögen. Und vielleicht ist es hier ein bisschen auch so. Wir haben uns schon so daran gewöhnt, dass Jesus mich liebt und dass ich Teil einer Gemeinschaft sein bin, wo ich einfach sein darf. Das ist schon so. Ja, so normal geworden ist. Also das ist ja auch schön, dass es irgendwie normal wird, aber so manchmal reißt es uns nicht mehr so ganz vom Hocker. So dieses und so war das so toll. Ich danke euch für all die so geredet haben. Wir feiern in Deutschland gerade ja die 500 Jahre Luther, die Reformation. Das war ja auch die Mitte der Reformation, dass Luther in die Mitte gestellt hat, Menschen sind angenommen bei Gott ohne eigenen Verdienst, sondern nur aufgrund Gottes Zuwendung hat Gott die Beziehung zu ihnen wiederhergestellt. Nicht deswegen, weil ich so nobel oder so anständig oder so gut oder so perfekt war, sondern einfach, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, weil Jesus auferstanden ist, weil er lebt. Und die Frage ist nicht mehr, reicht mein Tun vor Gott, sondern glaube ich Gott, dass es reicht, was Jesus getan hat? Vertraue ich mich ihm an?
Also wenn es jetzt in dieser Predigtreihe darum geht, neu zu entdecken, was Gott in die Mitte seiner Kirche gestellt hat, in die Mitte seiner Gemeinde, dann ist das das Erste, was wir ganz neu entdecken können und sollen, dass das in der Mitte steht eine Zusage von Gott, ein Versprechen. Du wirst frei sein, du bist frei. In der Mitte steht Gottes Zuwendung, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, sein Ich will dich und ich will dich in eine Gemeinde hineinsetzen. Wenn wir das noch ein ganz wenig anwenden wollen auf unser persönliches Leben, dann geht es jetzt darum, diese beiden Fragen zu beantworten. Was heißt das für mich selber? Und was heißt das für mich in dieser Kirche? Was heißt das für mein eigenes Leben? Bist du jemand, der vielleicht ein geistliches Tagebuch führt, nennen wir das? Bist du jemand, der aufschreibt, was er mit Gott erlebt? Oder vielleicht magst du anfangen, genau das zu tun, einmal aufzuschreiben, was es eigentlich bedeutet, dass Jesus Christus dich frei gemacht hat. Was heißt es, dass Jesus Christus dir vergeben hat, dass du ein Leben leben darfst, wo Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Du bist geliebt trotz deiner Versagen, trotz deiner Begrenztheit, trotz all dem, was du an deinem Leben nicht schön findest. Dass Gott sagt, ich liebe dich. Und vielleicht macht es auch einmal Sinn, in dieses Buch hineinzuschreiben, wo ich mir eigentlich wünsche, dass Jesus Christus mein Leben in seine Hand nimmt, wo er mir vergibt. Diese Sache mit der Vergebung ist ja nicht so, dass Gott sagt, komm, es ist völlig egal, schwamm drüber, wir reden gar nicht, sondern Jesus ist ja gerade am Kreuz gestorben und auferstanden, damit es einen Weg für mich gibt, ganz neu zu starten. Und vielleicht macht es Sinn, einmal ganz neu Gott zu danken, was er eigentlich vergeben hat und was in deinem Leben noch da ist, wo du dir so sehr wünschst, dass es in Ordnung kommt mit Gott, mit Jesus selbst. Es gibt eine schöne Einrichtung, die in evangelischen Freikirchen nicht so sehr praktiziert wird. Das ist der Gedanke der Beichte. Wir haben das mehr unseren katholischen Freunden überlassen. Aber in einer schönen Weise bedeutet Beichte eigentlich, dass ich zu jemandem gehe, zu dem ich Vertrauen habe. Das kann ein Freund sein, ein Pastor. Und es ist egal, ob der eine ganze Stelle hat oder eine Dreiviertelstelle oder eine halbe Stelle oder ob es ein Hauskreisleiter ist oder ob es dein Partner ist oder ein Freund oder jemand in deiner Zweierschaft und zu sagen, weißt du, ich habe ganz, ganz viele Dinge verbockt in meinem Leben, auch gerade die letzte Woche. Ich bin seit Jahren Christ, aber hier gingen Dinge schief letzte Woche, wo ich gar nicht dachte, dass das noch schief gehen könnte. Und ich habe total blöde Sachen gemacht. Oder ich wollte blöde Sachen machen, aber die klappten einfach nicht. Und zum Glück klappten sie nicht, aber ich hätte sie fast getan. Und dann bedeutet der Beichte einfach, gemeinsam zu beten. Das Jesus zu sagen, es tut mir leid. Und dann kann dein Freund oder dein Pastor oder dein Hauskreisleiter dir sagen, im Namen von Jesus Christus, dir ist vergeben. Du bist frei. Du bist erlöst. Und dann sagst du, ja, aber ich habe doch gestern, sagt er, ja, du hast gestern das und das gesagt und gedacht und getan, aber Gottes Gnade gilt dir. Und die einzige Voraussetzung, die du bringen musst, ist, dass du sagst, ich brauche diese, ich brauche es, ich brauche dich, Jesus, und ich will dich. Wir werden gleich gemeinsam Abendmahl feiern. Und vielleicht bist du so jemand, der sagt, ich brauche diese Vergebung, ich brauche Jesus, ich will ihn und ich möchte, dass er Mitte meines Lebens ist, dann bist du ganz herzlich dazu eingeladen. Wir werden im November wieder einen Gebetsabend hier haben. Herzliche Einladung, 11.11. Gebetsabend. Beim letzten war das so, vielleicht ist das diesmal wieder so, da gab es so eine kleine Tonne und man konnte so ganz viel Müll seines Lebens auf einen Zettel schreiben, das Jesus hinhalten, das zerknütteln und in diesen Mülleimer werfen. Das ist so ein Symbol dafür, dass es in Ordnung ist für Jesus. Du musst nicht warten bis zum 11.11. Es gibt genug Mülltonnen hier in der Umgebung, auch da stehen einige, da sind einige. Schreib Zettel und rede mit Jesus darüber und halt es ihm hin und glaub ihm, dass er dir vergeben hat. Und dann schmeiß diesen Zettel da rein.
und vielleicht sagst du, ich komme mit so vielen Dingen nicht klar in meinem Leben, dann rede, sprich, such jemanden. Die Mitte von dieser Kirche, die wir uns vorstellen, wie sie Jesus hier beschreibt und die wir sein wollen, ist dieses Entdecke, wie du frei wirst, dass du frei bist, dass du frei geworden bist. Viele von euch haben so einen kleinen Zettel heute bekommen beim Reingehen. Wenn ihr sie noch nicht habt, ihr könnt sie hinterher noch bei mir bekommen. Und hinten drauf stehen ganz viele Fragen. Vielleicht magst du dich damit beschäftigen in der nächsten Woche. Was heißt das eigentlich für mich, frei zu werden? Und ich möchte schließen mit dem Gedanken, was heißt das denn für eine Kirche? Was heißt das für uns als evangelische Freikirche Torstraße oder auch für jede andere Kirche, die sagt, wir wollen so eine Gemeinde sein, wie sie Jesus hier beschreibt in der Apostelgeschichte, im Blick auf diese Freiheit? Das Größte, was passieren könnte, wenn ihr solche Texte lest wie Apostelgeschichte 2, dass ihr sagt, ich möchte solch ein Mensch sein, der auch Teil so einer Gemeinschaft ist, die das als höchstes Ziel hat. Wir wollen, dass andere Menschen auch diese Freiheit erleben in Jesus Christus, die ich selber erlebt habe. Dass Menschen zusammenkommen, diese Kirche bilden und sagen, wir sind überzeugt, es ist nicht vergeblich und es wird etwas kosten. Aber ich bin tief berührt davon, dass Jesus mich frei gemacht hat und ich möchte diese Liebe von Gott anderen als geistlicher Papa, als geistlicher Freund, als geistliche Mutter, als geistliche Begleiterin weitergeben. Und dann bilden diese Menschen eine Gemeinde für alle möglichen Leute. Ich habe so eine schöne Beschreibung gefunden, was Kirche sein könnte. Vielleicht mögt ihr sie genauso gerne wie ich. Eine Gemeinde für die Gebeugten und die mit Schramm, die das Gefühl haben, dass ihr Leben für Gott eine schwere Enttäuschung ist. Eine Gemeinde für kluge Leute, die wissen, dass sie doch dumm sind. Eine Gemeinde für ehrliche Nachfolger, die zugeben, dass sich bei ihnen noch ganz viel entwickeln soll. Eine Gemeinde für die Starken und für die Lebendigen und für die, die unterwegs müde geworden sind und ein bisschen den Mut verloren haben. Auf unserer Internetseite schreiben wir, wir sind eine christliche Kirche. Also Menschen, die auf dem Weg mit Jesus sind oder einen Einstieg in die persönliche Welt des Glaubens suchen. Ich wünsche mir, dass ganz viele von uns neu diese Entscheidung treffen. Ich möchte Teil einer Kirche sein. Ich möchte mein Leben, mein Geld, meine Zeit, meine Kraft, meine Ideen, meine Möglichkeiten geben, damit Kirche ein Ort sein kann, wo andere Menschen auch erleben, dass sie frei werden, wo wir erleben, dass wir frei werden. Jeder in seinem Tempo, jeder in seiner Geschichte. Jesus geht seinen Weg mit jedem von uns. Und wir wollen eine Kirche sein, die frei ist von Verurteilungen, frei ist von Schubladen, frei ist von Abwertungen, frei von vorgefassten Meinungen und frei von Manipulation und überflüssigem und übergriffigem Verhalten. Aber eine Kirche, die offen ist und wirbt für Jesus Christus. Nicht für sich, aber für ihn. Ich träume von einer Kirche, von einer Summe von Menschen, die zusammenkommen, die berührt sind von Jesus, die erlebt haben, wie sie selber frei geworden sind. Und jetzt alles, was sie haben und sind, dafür investieren, dass andere frei werden. Vielleicht sagst du gerade, Jürgen, du redest immer so viel davon, dass Menschen jetzt frei sind und vielleicht sagst du, oh, ich bin es überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer Jesus ist. Oder ich habe ihn früher mal gekannt und habe ihn jetzt seit ganz vielen Jahren, kenne ich ihn gar nicht mehr. Und vielleicht könnte ja dieser Oktober oder dieser Tag oder dieses Jahr so ein Moment sein, wo du ganz neu sagst, Jesus, zeig dich mir. Ich möchte dich gerne finden und möchte gerne in Berührung kommen mit dir. Und vielleicht brauchst du jemanden, mit dem du mal reden kannst. Vielleicht bist du auch verletzt von Kirche, weil in Kirche geht ganz viel schief. Vielleicht bist du sogar verletzt von mir, weil ganz viel schief ging. Ich weiß es nicht. Oder du bist verletzt von Silvanus oder Marc oder Michi oder einem anderen. Oder vielleicht ist was schiefgelaufen. Oder in der Kirche, wo du früher warst. Oder
in deiner Familie, vielleicht ist da ganz viel, was neu auf den Tisch müsste. Aber das Wichtigste, was Gemeinde und Kirche ausmacht, dass Jesus uns frei machen will und uns ganz herzlich einlädt dazu. Wir wollen gemeinsam singen. Und nach diesem Singen seid ihr ganz herzlich eingeladen. Wir wollen Abendmahl feiern. Ich werde noch einmal den Text vorlesen des Abendmahls. Und danach seid ihr eingeladen, hier nach vorne zu kommen und das Abendmahl zu nehmen. Und vielleicht drückst du damit aus, Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen und ich möchte dir diese Liebe ausdrücken. Und vielleicht kommst du nach vorne und sagst, Jesus, ich habe dich mal geliebt, aber jetzt im Augenblick bin ich so unsicher und ich möchte neu, dass du mein Herz füllst und ganz neu in mein Leben hineinkommst. Oder vielleicht kommst du nach vorne und sagst, ich war noch nie beim Abendmahl, aber heute, Jesus, soll so ein Start sein, so ein Beginn, wo ich dich neu einlade, Mittelpunkt und Herr meines Lebens zu sein. Ihr habt gleich ganz viel Zeit, ihr dürft nach vorne kommen, den Kelch nehmen, es ist Traubensaft, er steht symbolisch für den Wein, und dieses Brot nehmen und dann irgendwo am Rand und auf eurem Platz das Abendmahl nehmen und so eine ganz persönliche Zeit mit Jesus haben. Nach dem Abendmahl werden wir noch ein Lied gemeinsam singen. Ich habe Silvanus und Michi gebeten, noch stellvertretend danach mit uns allen gemeinsam zu beten. Und nutzt einfach auch diese Zeit, um Gott zu begegnen und ihm zu sagen, Jesus, danke, dass du mich frei gemacht hast. Oder ihn zu bitten, mach mich doch frei von all dem, was mein Leben ausmacht.